Ja, ich glaube, ich Ja, ich würde habe mir direkt gerade. mal mit einem Gerne. aktuellen Konflikt reinstarten. Der Ja. Jemenkrieg, der ist ja, also der ist ja vor kurzem wieder angeflammt durch Ereignisse, die man so nicht vorausgesehen hat. Die Houthi-Milizen hatten ja aufgrund des israelischen Vorgehens in Gaza, über das wir vielleicht heute Abend auch noch reden werden, begonnen, israelische Handelsschiffe anzugreifen. Und daraufhin haben die USA, Großbritannien und noch ein paar andere Länder, die zu dieser Militärkoalition gehörten, jemenitische Ziele bombardiert. Wobei sowohl der US-Regierung als auch der britischen Regierung vollkommen klar ist, dass sie damit die Houthis militärisch nicht schwächen werden. Das hat Joe Biden auch ziemlich genau so gesagt. Es geht einzig und allein darum, eine weitere Front gegen den Iran zu eröffnen. Und auf die geopolitischen Implikationen dieses Konfliktes möchte ich jetzt gar nicht so stark eingehen, sondern erstmal darauf, was ist im Jemen vorher überhaupt passiert. Die Houthis kontrollieren aktuell ungefähr 3/4 der Landesfläche im Jemen und sie würden wahrscheinlich das gesamte Land kontrollieren, wenn Saudi-Arabien 2015 nicht mit einer Militärkoalition in den Jemen einmarschiert wäre und dort den alten Präsidenten Hadi, hieß der Mann, wieder zurück versucht hätte, an die Macht zu bringen. Also das war ein Diktator, der in den Jemen ziemlich blutig regiert hat und der den Bürgerkrieg eigentlich verloren hatte. Der Großteil der Mitglieder der international anerkannten jemenitischen Regierung, also de facto einer saudischen Marionettenregierung, sitzen in Saudi-Arabien oder den Vereinigten Arabischen Emiraten, haben dort große Vermögen und Saudi-Arabien versucht halt diese Marionetten, hat halt versucht, diese Marionettenregierung irgendwie dort wieder an die Macht zu bringen, aber dieses Projekt ist gescheitert. Saudi-Arabiens Strategie sah wie folgt aus. Man versuchte zuerst, die größeren Städte zu erobern. Das gelang mehr oder weniger gut, zumindest, also das gelang zumindest im Osten und im Süden des Landes. Saudische Truppen rückten beispielsweise in Aden, also in der großen Hafenstadt ein. Aber in den bevölkerungsreichsten Regionen im Westen des Landes, die zudem sehr gebirgig sind, die sich also für Guerillakrieg eignen, funktionierte das Ganze überhaupt nicht. Also ging Saudi-Arabien dazu über, die Nahrungsmittelinfrastruktur des Jemens zu zerstören und das Land von Nahrungsmittelhilfen abhängig zu machen. Und ja, dieser Krieg zog sich über Jahre hin, forderte hunderttausende Menschenleben und die Houthis wurden dadurch nicht bedeutend zurückgedrängt. Und nun gab es im letzten Jahr eine interessante geopolitische Neuerung, die auch ja Hoffnung für eine Lösung des Jemenkrieges gebracht hat. Saudi-Arabien hat ja gesehen, dass es mit dieser Taktik, den Jemen, also die zivile Infrastruktur des Jemens kaputtbomben, dort die Nahrungsmittelversorgung zum Zusammenbruch zu bringen und damit die Herrschaft der Houthi-Milizen zum Zusammenbruch zu bringen, dass das nicht funktioniert hat. Also näherte Saudi-Arabien sich wohl auch unter anderem deswegen unter Vermittlung Chinas mit dem Iran an. Und das brachte Hoffnung, dass der Krieg im Jemen bald enden könnte. Also eine politische Lösung, die war jetzt natürlich noch nicht verhandelt worden, das wäre ein sehr langer Prozess geworden. Aber ein Waffenstillstand reihte sich an den anderen und die Gewalt nahm immer mehr ab. Das heißt, der Jemenkrieg war auf dem besten Weg, ein Frozen Conflict zu werden. Und genau das haben die USA und Großbritannien durch ihre, ja, neuesten Militäraktionen verhindert. Dadurch ist der Jemenkrieg jetzt in einer völlig anderen Konstellation neu aufgeflammt. Und ja, man kann wirklich nur vermuten, dass sie das tun, um eine neue Front gegen den Iran zu eröffnen, dass wenn es zu einem großen Krieg kommt, dass sie dann möglichst viele Vorwände haben, dass sie dann möglichst viele treue, doofe Verbündete haben, die dort hinterher trotten würden. Und da kommen wir Deutsche ins Spiel. Deutschland beteiligt sich nämlich an einem Militäreinsatz der EU-Staaten im, ja, im Roten Meer und auch im Arabischen Meer, das die internationale Schifffahrt schützen soll. Also es schützt natürlich nicht die internationale Schifffahrt, sondern die britische und die amerikanische. Europäische Handelsschiffe waren nämlich überhaupt kein Angriffsziel der Houthi-Milizen. Das heißt, wir Europäer machen uns hier einen Vasalleneinsatz für die USA zu einem Angriffsziel für die Houthis und tragen damit zur weiteren Eskalation des Konfliktes bei. Was hierbei auch interessant ist, ist, dass das Bundestagsmandat für den Bundeswehreinsatz nicht nur das Rote Meer umfasst, wo die Angriffe der Houthis stattfinden, sondern über das gesamte Arabische Meer bis zur iranischen Küste reicht. Also ein Schelm, wer Böses dabei denkt. Ja, wenn ich das richtig noch im Kopf habe, dann haben die Houthi-Rebellen ja auch im Zuge des Krieges im Nahen Osten zwischen Gaza oder dem Einmarsch von Israels in Gazastreifen angefangen, eben diese Schiffe zu attackieren, mit der Forderung, dass man das auf oder damit aufhören würde, wenn eben dieser Krieg in Gaza endet. Das ist ja eigentlich eine ganz konkrete Forderung, auch die dahingehend eröffnet wurde.
Und das ist, finde ich, für die Vorgeschichte nochmal ein spannender Punkt. Definitiv, also, definitiv. Dass ich dich jetzt unterbrochen habe, aber das hatte ich, stimmt. Das hätte ich ein bisschen genauer ausführen können. Die Houthis haben Israel den Krieg erklärt, zuerst ein paar Raketen abgeschossen. Das bringt allein schon aus geografischen Gründen nicht sonderlich viel. Deswegen sind sie dann zu einer militärisch effektiveren Taktik übergegangen und haben Handelsschiffe angegriffen. Also ich kann mich noch daran erinnern, an einen Artikel zu diesen Handelsschiffen, da hat die EU, glaube ich, gesagt, dass das 350 Millionen Euro pro Stunde kostet, der EU. Aber nicht, weil die Schiffe von uns angreifen, sondern weil die einen Umweg fahren müssen. Und deswegen wurde dann überlegt, ob man nicht Waffen einsetzen müsse vor Ort. Aber ehrlicherweise viel mehr als das kann ich mich gerade auch nicht dran erinnern. Ja, aber die Argumente als Gründe genannt wurden. Ja, aber die Argumentation ist ja kompletter Unsinn. Also wir machen uns ja zur Zielscheibe dadurch, dass die Houthis jetzt auch, also wenn die Houthis unsere Schiffe jetzt auch als Zielscheibe betrachten. Also das entscheiden ja nicht wir, sondern das entscheiden die Houthi-Milizen, wie sie auf unsere Schritte reagieren. Ich finde es zumindest relativ ehrlich, wenn man das als Grund nennt, also als einer der Hauptgründe sogar, dann weiß man, dass es um wirtschaftliche Interessen wieder geht. Ja, das sagt man, aber es nützt ja unseren wirtschaftlichen Interessen nicht. Also wir machen uns hier zur Zielscheibe und ja, die USA, die können hier geostrategisch eine neue Front gegen den Iran eröffnen. Die USA haben wohl selber nicht so stark damit gerechnet, dass die Houthi-Milizen so effektiv dort den Schiffsverkehr gefährden könnten und damit die Prämien für amerikanische und britische Schiffe so stark nach oben gehen würden. Also das Problem ist ja, dass die Versicherungsprämien in die Höhe geschossen sind und die Schiffe jetzt, allein weil die Eigner sich die Versicherungsprämien nicht mehr leisten können, jetzt einen Umweg fahren müssen. Also, ja. Und aber wir machen damit ja die europäische Schifffahrt nicht sicherer. Ich meine, andere Länder wie China oder Russland, die an diesem Konflikt bisher auch nicht beteiligt waren, die schicken da jetzt auch nicht ihre Armee hin, sondern die setzen sich für eine diplomatische Lösung ein. Ich finde das ganz spannend, auch nochmal ein bisschen abseits jetzt von dieser Schiffsgeschichte, dass man ja auch immer wieder hören konnte und gelesen hat, dass im Jemen eine der größten humanitären Katastrophen der letzten Jahre eigentlich gerade im Begriff ist, ja, stattzufinden. Also dass die Kinder und die Zivilisten, du hattest ja erst davon geredet oder gesprochen, dass die Saudis die lokale Nahrungsmittelproduktion eben massiv gestört und blockiert haben und dass es da große Hungersnöte gibt. Also eigentlich Dinge, wo man ja sonst sagen würde, wir als, ich polemisiere jetzt mal ein bisschen, als Werte-Westen, als wertegeleiteter Westen mit feministischer Außenpolitik, wir würden doch eigentlich nicht zulassen, dass einer unserer Partnerstaaten, Saudi-Arabien, da so vorgehen kann. Also man sieht hier, finde ich, auch wieder ganz deutlich, dass es doch immer gerne diese Doppelmoralkarte auch gespielt wird. Wenn jetzt ein Gegner des Westens etwas Vergleichbares machen würde, dann wäre das ja fast schon Völkermord oder was man damit auch immer hineininterpretieren würde. Aber wenn das jemand macht, der mit den Vereinigten Staaten von Amerika gut ist, dann ist das alles immer nur halb so schlimm. Und dann, ja, es ist natürlich schwierig und man muss gucken, dass hier auch entsprechend aufgepasst wird. Aber so der Grundtenor, ja, macht mal weiter. Wir werden euch da schon irgendwie den Rücken frei halten. Ja, definitiv, definitiv. Also der Jemenkrieg hat rund 400.000 Todesopfer gefordert und ja, die meisten davon, die sind an Hunger und Krankheiten gestorben, weil medizinische Güter und Lebensmittel aufgrund der saudischen Kriegsführung nicht ins Land kommen konnten. Die saudische Taktik bestand eben daraus, den Jemen von Nahrungsmittellieferungen abhängig zu machen und dann selbst die Hilfen zu koordinieren und halt nur eigene Gebiete Zugang zu diesen Hilfen zu gewähren und so die Herrschaft der Houthis ins Wanken zu bringen. Und das hat ja offenkundig nicht funktioniert. Alleine deswegen ist es jetzt auch ein bisschen albern, dass, ja, also ich habe es ja schon gesagt, die USA und Großbritannien nehmen ja selbst nicht mal an, dass ihre Luftschläge jetzt irgendeinen militärischen Erfolg haben werden. Das hat andere Gründe, weswegen sie da jetzt angreifen und eskalieren. Aber das Saudi-Arabien wurde ja jahrelang von Deutschland mit Waffen beliefert. Dann hat die Große Koalition damals noch einen Beschluss gefasst, dass Deutschland an Beteiligte des Jemenkrieges keine Waffen mehr liefern würde und hat an Saudi-Arabien einfach weiter Waffen geliefert. Bis dann der Journalist Jamal Khashoggi in der saudischen Botschaft ermordet wurde. Und nachdem das dann passiert ist, da hat die Bundesregierung dann tatsächlich aufgehört, Waffen an Saudi-Arabien zu liefern. Und die Ampelkoalition, die hat jetzt wieder begonnen, neue Rüstungsexporte zu genehmigen. Ja. Erinnert ihr euch noch an den Bundesparteitag der Grünen von 2022, wo Annalena Baerbock die Waffenlieferung unter anderem damit verteidigt hat, dass sonst kein Geld für unsere Kinder mehr da sind? Also den Clip, den habe ich letztens erst noch im Video verwendet. Das finde ich
erschreckend. Und sie hat darauf verwiesen, dass man das ja machen muss, weil das Verträge von früher sind. Aber so wie ihr das gerade beschrieben habt, stimmt das ja auch nicht so ganz. Ja, sie hat gesagt, dass Lisa dann kein Geld für die Kinder hätte. Ja. Das, also Lisa, damit meinte sie die Ministerin Lisa Paus, die Kindergrundsicherung umsetzen wollte. Ja, und was soll man sagen, die Kindergrundsicherung hat trotz dieser Waffenlieferung an Saudi-Arabien trotzdem viel zu wenig Geld erhalten. Sieh eine an, wer konnte das nur ahnen? Ja, ich finde es auch sowieso immer sehr interessant, dass man ja sehr flexibel auch aus westlicher Sicht damit ist, wem man Waffen beliefert, wer auf einmal noch der Verbündete und Freund ist und wer dann wiederum auf einmal nur wenige Jahre später der Böse ist, wenn wir uns überlegen, dass man, weil du ja auch den Iran angesprochen hast, noch in den, ich weiß, waren es 80er oder 90er Jahre, als man Saddam Hussein mit Waffen beliefert hat, damit er gegen Iran Krieg führen kann, und dann 10, 15 Jahre danach, ja, war auf einmal Saddam Hussein der Böse, den man aufgrund von angeblichen Massenvernichtungswaffen irgendwie wegbekommen muss. Und daran sieht man ja, egal was für moralische Gründe in den Vordergrund gestellt werden, dass es dann letztendlich immer darum geht, ja, was nützt eigentlich oder wer nützt einem gerade? Und im Zweifel kann sich dieser Nutzen so ganz, ganz schnell verpuffen. Und dann ist der, der noch vor 4, 5 Jahren mehr oder weniger Verbündeter war, auf einmal der Böse und der Gegner. Das hat man ja auch mit Gaddafi gesehen, dass es da ja immer so eine, ja, Beziehung gab, die war mal ein bisschen besser, die war mal ein bisschen schlechter. Er hat dann ja sein Nuklearprogramm aufgegeben und daraufhin die Beziehungen wieder auch zum Westen gestärkt. Ja, letztendlich hat ihm das irgendwie auch nicht so viel gebracht, weil dann er wieder entgegen der westlichen Interesse oder der US-Interessen agierte und dann in einem Graben, in einem Kanalisationsrohr ja, umgebracht wurde. Ja, bei Gaddafi ist das sehr interessant. Sein Fehler war ja, dass er eine goldgedeckte, vom Dollar unabhängige Währung plante. Also es sind ja E-Mails von Hillary Clinton geleakt worden, aus denen bekannt geworden ist, dass die US-Regierung Gaddafi aus geostrategischen Gründen weghaben wollte. Dass das damals also nicht nur die Franzosen, die damals sehr aggressiv waren, die Gaddafi beseitigen wollten, sondern auch die US-Regierung. Mhm. Du hattest erst von... Du hast irgendwas ganz Interessantes gesagt, ich weiß den Wortlaut leider nicht mehr ganz genau, aber da ist mir sofort eingefallen, dass Annalena Baerbock auch was ganz Witziges vor 1, 2 Tagen gesagt hat, und zwar hat sie davor gewarnt, dass die Ostermärsche doch bitte nicht also man da bitte nicht so einseitig sein soll. Und da habe ich mir nur gedacht, okay, also unsere Außenministerin, die unfreiwillig irgendwie Russland halbwegs den Krieg erklärt hat, die möchte uns jetzt also sagen, die ja immer ganz klar nur eine Seite des Ukraine-Krieges sieht und ganz klar auf einer Seite steht, die möchte jetzt den Demonstranten auf diesen Friedensmärschen sagen, aber ihr müsst jetzt auf jeden Fall hier sehr differenziert sein. Und also ich finde, das ist so widersprüchlich. Ich habe dazu auch in Vorbereitung auf dieses Gespräch mir einen Beitrag bei der Tagesschau angehört. Da wurde dann gesagt, dass nicht nur Frau Baerbock das gesagt hat, sondern auch Habeck, die ganze Ampel und CDU-Politiker. Und die haben allesamt vor einseitigen Forderungen auf diesen Märschen gewarnt. Ja, aber die CDU ist natürlich oppositionell, ne? Natürlich ist die CDU eine Opposition, klar. Und begründet wurde es dann auch, angesichts der russischen Aggression dürfe man nicht naiv sein. Und da muss ich ganz ehrlich sagen, wie steht es denn mit der nicht ganz so unaggressiven USA, die im Vorfeld da auch sich so einiges geleistet hat. Also wenn hier wer naiv ist, ist das meiner Meinung nach eher Politiker, die so etwas von sich geben. Auf der anderen Seite glaube ich denen nicht, dass sie das nicht wissen. Ich glaube eher, dass sie die Bevölkerung damit im Dunkeln halten wollen, was tatsächlich passiert ist alles im Vorfeld. Worauf beziehst du dich jetzt konkret mit den USA? Also einmal auf die geleakten CIA-Stützpunkte, die ja seit mindestens, seit grob 10 Jahren da errichtet wurden in der Ukraine und von dort aus halt eingesetzt wurden und werden sollten, um Spionage gegen Russland durchzuführen. Zum anderen haben wir uns ja nach Ende des Kalten Krieges, oder vor allem die NATO im Sinne der USA, sich sehr, sehr stark weit nach Osten ausgebreitet. Ich muss aber zugeben, da bin ich nicht so ganz firm drin. Ich weiß, dass das passiert ist, ich weiß aber nicht, inwiefern das zum Beispiel mit Russland abgestimmt war. Aber man muss sich halt bewusst sein, dass wenn zwei große Machtblöcke wie die USA und Russland aufgrund ihrer geografischen Lage stärker aufeinander zuwachsen, ne, wobei das Wachstum jetzt halt eher einseitig ausgegangen ist, dass es da potenziell zu Konflikten kommen kann. Und die werden zumindest bei uns sehr einseitig dargestellt in den Medien. Das ist mein Eindruck.
was ich auch ganz spannend finde. Der heutige CIA-Direktor William Joseph Burns, der war 2008 Botschafter der Vereinigten Staaten in Moskau, also in Russland. Und der hat damals an die US-Administration auch geschrieben, dass für die russische politische Elite die Ukraine tatsächlich die rote Linie darstellt. Und damit meinte er nicht nur Putin als Einzelperson, sondern die gesamte russische Elite durch die Bank weg. Also man wusste auch tatsächlich damals schon, dass das ein Tanz auf dem Vulkan ist, dass man da auf einem ganz gefährlichen Weg unterwegs ist, weil es ja auch bereits damals schon die Überlegungen gab, wie können wir die Ukraine in die NATO reinbringen. Damals haben ja Frankreich und Deutschland das Ganze blockiert. Also die Europäer waren da eher ein bisschen skeptisch und dann hatte man so eine halbgare Formulierung, die irgendwie schon den langfristigen Prozess der Ukraine mit einer Westbindung schon formuliert hatte, aber das Ganze auch ohne wiederum konkrete Schutzerklärungen und was weiß ich. Und das hat dann schon dazu geführt, dass man da natürlich Spannungen entsprechend schon willentlich mit sehenden Auges hingenommen hat, würde ich schon so sagen. Auch damals war die russische Position aber vollkommen klar, man wird keine Ukraine in der NATO akzeptieren. Das hat man auch damals schon ganz klar gesagt. Und dem hat man dann 2014, als der Westen einen Putsch in Kiew unterstützt hat, der eine Beteiligung eine Regierung unter Beteiligung von sehr nationalistischen Kräften an die Macht gebracht hat, ja, dem hat Russland dann auch Taten folgen lassen. Was ich daran schlimm finde, ist, dass mal wieder die Bevölkerung dafür sterben muss, dass Interessen von wenigen Mächtigen und Reichen da aufeinandertreffen. Und dann heißt es noch so schön, ja, das muss die Bevölkerung entscheiden. Aber ich bezweifle, dass die an die Front geschickt werden, allesamt das freiwillig tun. Ja, ja, man weiß, dass viele es nicht freiwillig tun. Also sonst würden nicht 10.000, sonst wären nicht schon zehntausende Leute an der ukrainischen Grenze aufgegriffen worden, weil sie vor diesem Krieg fliehen wollten. Also die werden ja dann aufgegriffen und dann zwangsrekrutiert. Oder es gibt ja auch es gibt ja auch zahlreiche Videos, wo man sieht, wie Ukrainer vor den Rekrutierungskommandos fliehen und dann unter Einsatz massivster Gewalt in irgendwelche Vans gezerrt werden und dann erstmal abgeholt werden, um rekrutiert zu werden. Was ich halt super interessant finde, dass wir ja von diesem Krieg im Prinzip, ich sag mal, der Durchschnitt bekommt das mit durch Tagesschau, durch Bild, durch Welt, durch Spiegel und was weiß ich. Man bekommt das also durch hiesige große Medienhäuser mit. Und in anderen Ecken der Welt sieht es ja teilweise ganz anders aus. In den Ländern des globalen Südens wird man eine ganz andere Position in den großen Medien auch finden. In Russland sowieso, in China ebenfalls. Und ich finde das dann immer spannend, dass man bei uns aber von eben diesen Medien und Politikern ja gerne gesagt wird, ja, aber was die anderen Medien in den anderen Ländern erzählen, das ist alles Propaganda. Wer sagt uns eigentlich, dass wir nicht auch selber von Propaganda hier geflutet werden, die eben ganz klar eine pro-ukrainische Sichtweise beinhalten? Ist auch wahrscheinlich genauso, dass in Russland, in China und Co. ebenfalls Propaganda verbreitet wird. Nur ich finde das immer sehr komisch zu glauben, dass man selber die Weisheit mit Löffeln dahingehend gefressen hat und mit der absoluten Wahrheit informiert wird, aber die anderen sind alles die Blöden, die mit Propaganda um sich werfen. Ja, definitiv. Also was ich immer bei Kriegspropaganda kann man es ja relativ gut, also meiner Meinung nach ganz gut rausfinden, ob man der ausgesetzt ist, indem man sich zum Beispiel die 10 Prinzipien der Kriegspropaganda neben die Nachrichten legt und mal guckt, welche dieser Methoden gerade Anwendung finden. Und bei 9 bis 10 von 10 kann ich einen Check machen bei uns. Und ich denke, also ich muss zugeben, in internationaler Presse bin ich gerade nicht so bewandert bei dem Thema, aber ich gehe auch ganz fest davon aus, dass dort das genauso verarbeitet wird. Ich meine, mittlerweile wird ja bei uns von einigen Leuten bereits gesagt, dass der Papst mit seinen Forderungen irgendwie ein halber Putin-Freund wäre. Also allein das zeigt doch irgendwie schon, in was für verrückten Dimensionen wir eigentlich angekommen sind. Ja, oder im Vorfeld auf dieses Gespräch auch, ich kenne Menschen, die sich schon unbehaglich fühlen, wenn sie nur YouTube-Videos anschauen, auf denen halt, sag ich mal, nicht direkt das 1:1 das Narrativ aus der Tagespresse wiedergegeben wird. Dabei kann man sich doch meiner Meinung nach erstmal zumindest unabhängig informieren. Und dann muss man halt für sich selber entscheiden oder vielleicht mal nachrecherchieren, ob da jetzt Quatsch erzählt wurde oder nicht.
Das ist denn ja schon so eine Selbstzensur. Ja, das nehme ich zumindest bei manchen Leuten im Bekanntenkreis klar, dass denen dabei mulmig wird. Was meinst du, woher kommt das? Ich denke, das kommt durch so eine implizite Machtausübung. Also beispielsweise in der Politik, wenn jemand sagt, wir müssten den Krieg einfrieren, dann wird sofort, bevor der überhaupt nur ein Wort kann, dreschen alle auf den einen. Oder ich habe bei Markus Lanz eine Folge gesehen, da hatte Gregor Gysi einen Auftritt und da wurde er von 4 Leuten, unter anderem 2, die ganz eng mit der NATO verbunden sind, in die Mangel genommen, weil er sich halt für Verhandlungen eingesetzt hat. Und die Frage, die ich mir halt bei sowas dann immer stelle, ist, wie soll es denn enden? Also nach allem, was ich weiß, enden Kriege in der Regel entweder durch militärische, wirtschaftliche Niederlagen, durch Regime-Changes, da gehe ich jetzt mal bei Russland nicht davon aus und im Westen auch nicht, oder halt dadurch, dass man miteinander verhandelt und es dann irgendwann beilegt. Und wenn die Verhandlungsoption kategorisch ausgeschlossen wird und ein Regime-Change sehr, sehr unwahrscheinlich ist, dann bleibt ja eigentlich nur die Niederlage von einem der Länder. Und ich bin mir gerade ehrlich gesagt nicht sicher, wie die sich das vorstellen. Das würde ich gerne mal fragen. Ganz neutral, ohne Vorwurf. Aber das wüsste ich gerne mal, wie man sich das vorstellt. Ich glaube, die Antwort wirst du von den Verantwortlichen nicht bekommen. Ja, die ukrainische Verteidigung bricht zusammen und dann wird der Westen irgendwelche panischen Maßnahmen ergreifen, um ja diesen Zusammenbruch noch irgendwie zu wenden und beispielsweise eigene Truppen schicken, wie Macron das ja gerade schon vorbereitet. Also auch offiziell größere Kontingente eigener Truppen. Nicht nur das an eigenen Truppen, was gerade ohnehin schon vor Ort ist, um beispielsweise moderne westliche Waffen zu bedienen. Also diese Truppen, die sind ja, das ist ja mittlerweile weithin bestätigt, sowohl von Großbritannien als auch von Frankreich, als auch von den USA schon vor Ort. Ja, was halt auch sehr spannend ist, es ist ja schon vor Monaten einmal so ein bisschen durch die Medien und durch die Welt gegeistert, dass es letztendlich darauf hinauslaufen könnte, dass man zum Beispiel, wenn denn die ukrainische Linie bricht, was ja auch Zelensky schon gestern oder vorgestern so ein bisschen angekündigt hat, dass wenn die US-Hilfen, wenn das weiterhin nicht klappt, dann kann er nicht mehr halten, dann können die Soldaten die Frontlinie nicht mehr halten auf Dauer, dann müssen sie zurückweichen. Und man sieht ja auch, dass die Ukrainer bereits im Hinterland ihre Befestigungslinien ausbauen und Städte befestigen, die ja wirklich ganz, ganz weit weg von der Front liegen. Und dann stellt sich die Frage, könnte dieses Szenario, dass es vielleicht wieder eine Ostverschiebung Polens gibt, beziehungsweise Polen dann wieder in Teile der heutigen Westukraine reingeht. Was ist mit Rumänien? Wer weiß. Da brauchen wir nicht drüber zu spekulieren. Also das ist völlig, völlig spekulativ. Ja, aber ich finde das tatsächlich sehr, sehr interessant. Da kann, weil du ja auch eben davon gesprochen hast, wer weiß, ob Frankreich und Co. dann vielleicht NATO-Soldaten reingehen. Das Ganze könnte sich ja in so eine Richtung entwickeln. Also da, glaube ich, wird uns die Geschichtsbücher werden uns mehr zeigen. Ne, die Grenzen werden nach diesem Krieg auf jeden Fall neu gezogen werden. Also diese 4 Oblasten, die Russland da annektiert hat, da wird die Ukraine nicht über die aktuellen Frontlinien hinauskommen. Also je eher sie diesen Krieg rettet, desto besser wird der Grenzverlauf zugunsten der Ukraine aussehen. Und je länger dieser Krieg dauert, desto schlechter wahrscheinlich. Die ukrainische Verhandlungsposition verschlechtert sich mit jeder Woche. Ja, aber das darfst du ja kaum sagen. Also wenn du das irgendwie jemandem mit der blau-gelben Flagge im Profil erzählst, dann wird dir gesagt, nee, einfach nur nee, gar nicht. Man muss weiterkämpfen, solange bis man Russland zurückdrängt und dann die Krim und dann machen wir das und das. Und ich habe tatsächlich häufiger mal Leute gefragt, sind jetzt natürlich keine Personen, die in Verantwortung sind, aber da gibt es echt welche, die sagen, ja, also Russland muss zusammenbrechen, Russland muss auseinanderfallen. Und ich frage mich, okay, also wir haben hier eine Atommacht, die haben nicht nur strategische Nuklearwaffen, sondern auch taktische. Also wenn dann irgendwie so ein Warlord unter die Kontrolle von so taktischen Nuklearraketen kommt, die mit Artillerie verschossen werden können. Also wollt ihr das eigentlich wirklich, dass ein potenzieller Bürgerkrieg ausbricht? Also ich würde das nicht so unbedingt wollen. Ja, definitiv. Ich halte es auch für unrealistisch. Ja, es ist... Also ich meine, Russland wird sich ja zur Not an China und die BRICS-Staaten rankoppeln wirtschaftlich. Das machen sie ja auch schon. Ja, was heißt zur Not? Illusorisch, dass wir die. Ne? Was heißt zur Not? Der russischen Wirtschaft geht es besser als vor dem Krieg. Also der westliche Wirtschaftskrieg, der ist komplett gescheitert. Und das ist, glaube ich, auch das, womit die meisten Beobachter nicht gerechnet haben. Die Ukraine hält sich zwar militärisch besser, als die meisten prognostiziert hatten, aber Russland hält sich wirtschaftlich eindeutig besser. Die westlichen Sanktionen haben fast keinen Schaden in der russischen Realwirtschaft angerichtet.
Bin ich auch mal gespannt, wie sich das entwickelt. Klar, Kriegsproduktion sorgt für BIP-Steigerungen, wie das dann langfristig auch mit den Konsumgütern und so nach dem Krieg wieder aussieht, aber... Ja, das kann man jetzt schon sagen. Oh. Also die Masseneinkommen steigen, der Wohnungsbau floriert, also die zivilen Sektoren in Russland, die blühen auch auf. Und dass man Kriegswirtschaften auch relativ leicht wieder auf Konsumgüterproduktion umbauen kann, das zeigt ja die Geschichte. Also nehmen wir mal ein viel extremeres Beispiel als jetzt Russland. Nehmen wir mal die USA nach dem Zweiten Weltkrieg. Die haben, ich weiß nicht, ein Drittel, die Hälfte ihres Bruttoinlandsprodukts während des Zweiten Weltkriegs in Kriegsproduktion gesteckt. Und die haben, also sind dann komplett auf Friedenswirtschaft umgestiegen und zwischen 1944 und 1947 ist die Wirtschaft da trotzdem um 5% gewachsen, obwohl sie eine riesige, vollbeschäftigte Kriegswirtschaft in eine Friedenswirtschaft umwandeln mussten. Also das ist möglich, wenn man das politisch klug steuert. Und Russland hat sich wirtschaftlich, also es hat mich auch überrascht, also wirklich kompetent agiert. Also abgesehen davon, dass man so viele Zentralbankreserven jetzt in Währungen angelegt hat, wo die Vertragspartner nicht sonderlich sich an ihre Vereinbarung halten, wie beispielsweise den Euro. Da sollte man lieber sein Geld nicht anlegen. Ich glaube, das ist vielen anderen Entwicklungsländern jetzt in Zukunft auch klar. Ja, kann ich dir nur zustimmen. Vor allem wird ja auch dann in der Ostukraine einiges an zerstörter Infrastruktur, zerstörter Industrie da sein, wo auch wiederum Kapazitäten hinfließen müssen, was ja auch der russischen Wirtschaft dahingehend zumindest kurzfristig auch helfen könnte. Aber was ich ganz spannend finde, die Frage, was glaubt ihr denn, wie es sich in den kommenden Jahren oder vielleicht ein, zwei Jahrzehnten entwickelt, was so diese ganze weltweite Konflikt-Kriegssituation angeht? Ich meine, wir sind ja heute in so einem Framing, wo gesagt wird, ja, eigentlich war schon irgendwie Brands Ostpolitik, das war irgendwie seitdem schon ein großer Fehler und das hätte man ja irgendwie nicht machen dürfen und seitdem geht es eigentlich nur noch bergab. Also man radikalisiert sich ja auch irgendwie in den Formulierungen und geht total auch Richtung China auf Konfrontationskurs und zumindest auf Wirtschaftskriegskurs. Ja, das sind interessante Geschichtssektionen. Also Deutschland war in seiner Geschichte immer da, wenn es sich besonders aggressiv gegenüber Russland respektive der Sowjetunion verhalten hat, nicht so erfolgreich. Daran sollte man vielleicht mal erinnern. Und immer dann, wenn wir uns angenähert haben, war das eher zu unserem Vorteil. Also sowohl die deutsche Einigung 1871 wäre ohne russisches Stillhalten nicht möglich gewesen, als auch die deutsche Einigung 1989. Also daran sollte man vielleicht mal erinnern. Also mein Eindruck war es die letzten Jahre, meine Hoffnung war es ehrlich gesagt, dass wir durch die steigenden Wirtschaftsverflechtungen, gerade auch nach Asien rüber, eigentlich in Europa eine relativ gute Sicherheitsposition erreicht hatten. Das Ganze sieht ja gerade, ehrlich gesagt, katastrophal aus. Und meine Hoffnung oder was ich mir überlegte, oder sagen wir es mal so, ich glaube nicht, dass wir uns als EU weiterhin so sehr an die USA ranhängen sollten, wie wir es jetzt machen, gerade von Sicherheitsausgaben. Das schadet uns nachweislich mehr, als es uns nützt. Wir müssen uns da meiner Meinung nach emanzipieren. Und je eher wir das machen, desto besser. Weil zurzeit sieht es so aus, dass wir EU-weit wirtschaftlich einen Abschwung erleben oder zumindest nicht so schnell wachsen wie die USA und dementsprechend an Bedeutung verlieren. Und meiner Meinung nach ist es auch so, Weltmachten definieren sich nicht nur durch militärische Stärke, sondern auch durch wirtschaftliche Stärke. Und die dürfen wir nicht verlieren. Ansonsten werden wir irgendwann, befürchte ich, eher ein Satelliten- oder Vasallenstaat für andere werden, die dann uns als Spielball nutzen. Und ich denke mal, dieses Jahrhundert werden wir noch erleben, dass es halt zu Machtblöcken kommen wird wie USA, BRICS, ja, und wie die EU da stehen wird, vielleicht als dritter Block. Aber daher läuft es quasi hinaus. Zumindest sehe ich das so. Und dann müssen wir uns die Frage stellen, wie wir uns positionieren. Wollen wir eine zweipolige Welt haben, sage ich mal, eine mehrpolige? Und was bringt uns langfristig weltweit mehr Sicherheit? Weil ich bin ja, also grundsätzlich ist meine Position Frieden, Politik darauf abzielt, Frieden zu schließen und den zu bewahren. Jetzt weiß ich ehrlicherweise nicht, wie man das am besten erreicht, aber ja. Sorry wegen der Unterbrechung gerade. Auf Discord, da hört man den Ton auch immer mit einer leichten Verzögerung. Das heißt, man denkt, der andere ist fertig und dann fällt man nur aus Versehen ins Wort. Das kommt mir häufiger vor. Auf jeden Fall
wollte ich sagen, du brauchst ja gar nicht Foto sprechen. Also Europa ist schon jetzt kein Machtblock, mit dem irgendwer mehr sprechen würde. Also 2014, da hat Russland ja noch zusammen mit Frankreich und Deutschland den Frieden in der Ostukraine, also das Minsk I und das Minsk II Abkommen verhandelt. Und mittlerweile haben ja sowohl der ukrainische Präsident Poroschenko als auch François Hollande als auch Angela Merkel zugegeben, dass dieses Abkommen nur dazu gedacht war, um die Ukraine für einen weiteren Krieg gegen Russland hochzurüsten. Und Putin hat jetzt schon gesagt, also mit den Europäern, mit denen brauche ich gar nicht sprechen. Die haben keine strategischen Entscheidungen zu sprechen. Wenn ich über ein Ende des Ukraine-Krieges spreche, dann spreche ich mit Washington. Dann spreche ich nicht mit irgendeiner europäischen Hauptstadt. Und so wird man das global auch immer mehr sehen. Also auch beim Gaza-Konflikt, da ist dem globalen Süden völlig egal, was wir in Europa machen. Die vertreten da ihre eigene Position, weil sie eben erkannt haben, dass Europa kein eigenständiger Machtblock ist. Wenn sie vor wem vielleicht noch Angst haben müssen, dann sind das die USA. Aber auch der Einfluss der USA, der nimmt aufgrund des Verlusts ihrer wirtschaftlichen Bedeutung immer weiter ab. Und wir Europäer, wir trotten hinter den USA hinterher. Wir werden auch global nur noch als Vasallen wahrgenommen. Niemand sieht uns mehr als eigenständigen Player, mit dem man groß verhandeln müsste. Aber selbst wenn du das jetzt sagst im öffentlichen Diskurs, dann wirst du ja teilweise schon, also nicht nur schief angeguckt, sondern dann sagt man, nee. Also das stimmt ja gar nicht. Also wir sind ja immer noch Exportweltmeister irgendwie, viertgrößte Volkswirtschaft und nee, also Deutschland immer noch ganz, ganz wichtig in der Welt. Europäische Union ist sowieso das Beste, was es irgendwie jemals gab. Aber du hast ja im Kern eigentlich recht. Also man sieht ja global, dass die Amerikaner, die machen überall, lassen sie Scherbenhaufen liegen, in Syrien, in Irak, in Libyen, jetzt in der Ukraine. Und wir dürfen diesen Scherbenhaufen dann irgendwie aufkehren, weil die natürlich auch eine Politik im amerikanischen Interesse machen. Und das kann man denen ja auch eigentlich gar nicht vorwerfen, dass amerikanische Politiker Politik im amerikanischen Interesse primär machen. Und die haben ihre geostrategischen Überlegungen, die wollen Weltmacht bleiben. Also ist es für die natürlich schön, wenn da die Europäer sind, die irgendwie aus Treu, Doofheit oder was weiß ich, weil sie sich nicht trauen, einfach das machen, was man ihnen sagt, dann hat man eigentlich dahingehend schon mal eine schöne Sicherheitsposition. Aber wir sollten uns überlegen, was bringt es uns, wenn jetzt im Osten von Europa vielleicht auf Jahre ein eingefrorener Konflikt bestehen bleibt oder wenn der Krieg sich noch weiterhin zieht, wenn wir unsere Ressourcen und in diesen Krieg dann hineinschaufeln, weil die Amerikaner es nicht mehr wollen und bei uns das Problem besteht, dass wir unsere Wirtschaft eigentlich überhaupt nicht weiterentwickeln, wir eigentlich stagnieren, negatives Wachstum aufweisen, während die Amerikaner investieren, gute Bedingungen für die Industrie, für die Unternehmen schaffen, bei denen also Wachstum angekurbelt wird und wir eigentlich zur Peripherie verkommen. Wir verkommen gerade zur Peripherie und ist zentralisiert und konzentriert sich auf die Vereinigten Staaten. Dort fließt das Kapital hin, dort gehen die Unternehmen hin, weil dort die Bedingungen auch entsprechend entstehen, damit es dort gut läuft. Und bei uns ja gar nichts. Wir machen darüber hinaus noch so eine Handelspolitik mit afrikanischen Staaten, die uns auch nicht unbedingt dafür sorgen, dass die afrikanischen Staaten so gut auf uns zu sprechen sind. Wenn man nun mal das französische, ich sag mal in Anführungsstrichen, Imperium in Westafrika bröckelt ja. Aber wir sind dahingehend leider in einer Position, dass wir damit beschäftigt sind, den Scherbenhaufen der amerikanischen Außenpolitik aufzukehren und gleichzeitig überhaupt nicht in die Lage kommen, selbstständig mal Politik zu betreiben für uns. Aber wenn man sich mal anguckt, aus welchen auch transatlantischen Thinktanks teilweise die führenden Politiker in Europa, also der EU und Deutschland kommen, das ist ja durch die Bank. In der Atlantikbrücke sind SPDler, Grüne, da sind CDUler drin, FDPler, Young Global Leaders Club, auch da kommen diese Leute her. Und dann ist es doch ganz klar, dass die eine Politik vor allem machen, die Washington toll findet. Ja, definitiv. Aber ich frage, ja. Bitte. Wie war das nochmal? Ich sagte, auf Discord ist das so ein bisschen blöd. Wo du schon von solchen Politikern sprichst, da ist mir gerade noch mal ein ganz amüsantes Beispiel eingefallen. Ich glaube, über den CFR-Fonds zu reden, das würde jetzt zu weit führen. Das ist ja eine ganz eigene Fehlkonstruktion, die diese Länder wirklich in brutaler Art und Weise wirtschaftlich ganz eng an Frankreich bindet und aus der viel schwieriger rauszukommen ist als aus einer militärischen Besatzung. Also so eine militärische Besatzung, da kann man die ausländischen Soldaten vertreiben und dann sind sie weg. Aber so eine ökonomische Abhängigkeit, wenn man die
ja, die kann man nicht von heute auf morgen einfach so beenden. Dann hat man in einem armen afrikanischen Land plötzlich eine Hungersnot. Dann bricht da die Wirtschaft zusammen. Das geht nicht. Deswegen braucht man da entweder plötzlich einen anderen Protegen, der den weggefallenen Handel mit Frankreich ausgleicht, oder andere Finanziers, oder ja, oder einen langfristigen Plan. Aber ja, das geht nicht von heute auf morgen. Das heißt, selbst diese Militärputsche, selbst die politische und militärische Änderung dort, das kann, also die wirtschaftliche Entkopplung, die kann sich da durchaus länger hinziehen. Frankreich hat sein Kolonialimperium wirklich sehr effektiv erhalten, zumindest in ökonomischer Hinsicht. Aber wie gesagt, das würde jetzt zu weit führen, da genau drauf einzugehen. Mir ist bei den Politikern noch ein sehr markantes Beispiel eingefallen. Ich hatte da gerade nochmal nachgeschaut. Radek Sikorski, das ist so ein wichtiger Politiker aus Polen, der hatte auch schon lange Karriere gemacht, der ist in dieser liberalen Partei von Donald Tusk, die da gerade jetzt neuerdings an die Regierung gekommen ist und erstmal den gesamten Medienapparat durchsäubert und mit Gefolgsleuten besetzt. Und Das machen doch nur die Rechten. Ja, warte, nein, du lügst du bestimmt, oder? Ja, das wird von der EU und von anderen oder von den hiesigen Establishment-Parteien dann als demokratische Maßnahme gefeiert. Denn damit nehmen wir ja nur die alten Reformen der PiS zurück. Also wenn die PiS-Partei, also die Konservativen in Polen, die außenpolitisch tatsächlich genau die gleichen Positionen haben wie die Liberalen, also die polnische Politik, die ist durchgängig amerikafreundlich, wenn die den öffentlich-rechtlichen Rundfunk säubert und mit Gefolgsleuten besetzt, dann ist das ganz, ganz böse und antidemokratisch. Wenn die liberale Partei genau das Gleiche macht, dann ist das eine Maßnahme zur Rettung der Demokratie. Und dann droht ihr natürlich auch kein Verfahren der EU, also was mal wieder zeigt, wie politisch einseitig die EU ist. Also, wie gesagt, das führt jetzt auch zu weit, aber Radek Sikorski, der ist in dieser neuen Koalition Außenminister geworden. Und was Vasallentum zu den USA angeht, da hat er wirklich nach der Nord Stream-Sprengung ein ganz neues Level erreicht. Also kurz nachdem diese Sprengung stattgefunden hat und man erstmal rätselte, wer war das überhaupt, schreibt Radek Sikorski auf Twitter, thank you USA. Also er ist sich erstens sicher, dass die USA das waren, findet es aber so gut, dass er sich gleich mal bei ihnen bedankt. Also dazu ja noch was Lustiges. Mir ist auf dem YouTube-Kanal von ZDF heute zwei Umfragen aufgefallen. Einmal zwei Drittel der Menschen und es waren jeweils über 150.000 Stimmen zu dem Zeitpunkt schon. Also kann man jetzt nicht davon reden, dass das irgendwie eine kleine Menge an Leuten waren. Aber zwei Drittel waren gegen die Lieferung von Taurus-Raketen und zwei Drittel glaubten bei den Abstimmungen, dass die USA mindestens dahinter stehen hinter der Sprengung, aber sogar Verursacher sind. Und da muss ich einfach sagen, die Mehrheit der Leute scheinen sie noch nicht hier rumgekriegt zu haben, wobei ich jetzt nicht weiß, ob das repräsentativ ist auf YouTube. Ja, da also müsste man mal. Die Narrative noch nicht. Ich weiß gar nicht, das hatte ich gar nicht nachgeschaut, ob es da eine repräsentative Umfrage gibt. Das wäre wirklich mal interessant. Also, wer glauben Sie, ist für die Sprengung von Nord Stream verantwortlich? Ja. Also ich will jetzt auch nicht sagen, ob die es waren, ich weiß es ehrlich gesagt nicht, aber ich finde es witzig, wenn solche Umfragen der Größe stattfinden und dann halt eine doch deutliche Mehrheit einfach nicht dem Narrativ der Presse beugen. Wir müssen wohl noch ein bisschen härter dran arbeiten. Wir wissen, wer es nicht war. Also es war niemand aus Schweden. Die schwedische Justiz hat gesagt, der Täter befindet sich außerhalb unserer Jurisdiktion und hat dann die Ermittlungen eingestellt. Also kann man jetzt natürlich nur überlegen, könnte das nur sein. Also ich hoffe, ich lebe lang genug, bis die Unterlagen mal geleakt werden. Die Ostsee ist eines der besten Gewässer, bestüberwachten Gewässer der Welt. Man kann sich nicht vorstellen, dass da diese Pipeline in die Luft gesprengt wurde, ohne dass mindestens einer oder mehrere NATO-Staaten mitbekommen haben, wer das in die Luft gesprengt hat. Und der NATO-Staat, der ja meiste Kontrolle macht, in der NATO hat, für die meiste Technik verantwortlich ist, das sind die USA. Also das Ganze ist mindestens mit Wissen der USA passiert und wahrscheinlich auch mit Wissen der anderen Anrainerstaaten, also mit Wissen von Schweden, mit Wissen von Deutschland. Also alles andere ist sehr, sehr unwahrscheinlich. Jetzt ist natürlich die Frage, ich hatte ja erst einmal angeschnitten, was glaubt ihr, wie es sich in den kommenden Jahrzehnten so entwickelt, auch mit Blick auf China? Da wird man ja eigentlich schon mit dieser ganzen Taiwan-Geschichte schon so auf die nächste Sache vorbereitet. Und wir hatten jetzt ja in den letzten, ich würde mal sagen, 30 Jahren, so seit dem Zusammenbruch der Sowjetunion, eigentlich eine Situation, dass wir in der Welt einen Hegemon hatten, die Vereinigten Staaten von Amerika. Die konnten mehr oder weniger machen, was sie wollen, weil der Nachfolgestaat der UdSSR, Russland, der war eben geschwächt, der konnte nicht wirklich. Die Chinesen
Wollten auch nicht, oder ist es überhaupt, das ist ja auch eine Frage, Chinesen ja eigentlich sehr friedfertig, Angriffskriege sieht denen ja nicht so ähnlich, sie haben ein definiertes, ich sag mal, Kernland, aber sie haben ja nie auch historisch gesehen darüber hinaus große Expansionsfeldzüge geführt, sie sind nie großartig dann vielleicht Richtung Indien oder Afrika und Co. weitergegangen, also ist das vielleicht auch nur so ein Narrativ, was man bei uns aufmacht, die Chinesen, der böse Xi Jinping, der möchte jetzt irgendwie die Welt erobern oder was weiß ich, und jetzt sehen wir aber gerade, dass sich diese hegemonielle Stellung der USA, die gerät ins Wanken, wir sehen es ja auch in unserem politischen System, dass die Hegemonie der regierenden und etablierten Kräfte ebenfalls am Wanken ist und dass sie überall in so einer Art Rückzugsgefecht sind und das scheinbar dazu führt, dass man sich in sowohl der Außenpolitik, aber auch in anderen Bereichen sehr, sehr stark radikalisiert. Also wir werden ja wahrscheinlich in Zukunft wesentlich kriegerischere Phasen haben als in den letzten 25, 30 Jahren, auch mit Blick auf mögliche Wasserknappheiten. Da ist ja, das führt jetzt wahrscheinlich auch zu weit, aber diese Diskussion mit den Staudämmen in Äthiopien, wo ja die Ägypter große Probleme damit haben, wenn die Äthiopier sagen, ja gut, wir machen jetzt hier den Damm zu, weil wir unser Wasserreservoir auffüllen wollen und dann kommt aber zu wenig Wasser den Nil runter und dann haben die Ägypter auf einmal Probleme. Da wird ja schon diskutiert, könnte das der erste große Wasserkrieg der Geschichte werden? Also dahingehend wird es, glaube ich, instabiler in Zukunft. Oder was denkt ihr? Also historisch gesehen war es ja immer so, wenn große Weltmächte ins Wanken geraten sind, endete das, soweit ich weiß, immer im Krieg. Und auch nicht in einem ganz harmlosen Krieg. Das war bei den Römern der Fall, als sich das Reich gespalten hat und auseinandergebröckelt ist. Ja, das war im Zweiten Weltkrieg auch so, im Ersten Weltkrieg. Und jetzt sehen wir halt die USA, also ich weiß nicht, bedeutungsvoll, also sie haben einen relativen Bedeutungsverlust, wenn ich mir die Wirtschaftszahlen angucke. Und die BRICS-Staaten haben halt fast aufgeschlossen. Und wir als EU sind, glaube ich, gerade bei 17 Billionen Euro Wirtschafts-, ne, aber uns nimmt halt keiner ernst. Das heißt, faktisch haben wir zwei Pole, die um die Hegemonie kämpfen auf der Welt. Und ich denke nicht, dass das die ganze Zeit friedlich bleibt. Und was mir noch aufgefallen ist, kurz nach dem Beginn des Ukraine-Krieges geisterten sofort die Nachrichten, also durch die Nachrichten, dass China aggressiv gegenüber Taiwan ist. Ne, ich weiß noch, wie ich dann mit Bekannten darüber diskutiert habe, was kann das jetzt bedeuten? Ja, das womöglich aus, um sich Halbinsel zu holen oder halt die Chip-Produktion, die da liegt, von der wir alle abhängig sind. Und kurz danach hatte sich unsere beliebte Außenministerin Anfang. Hast du dein Noise-Gate vielleicht so eingestellt? Manchmal bist du abgehackt, vielleicht redest du zu leise. Ist das jetzt besser so? Ja, können wir ja mal testen. Ja. Also vielleicht Punkt 1 war ja, dass kurz nach dem Beginn des Ukraine-Krieges durch unsere Presse gegeistert ist, was denn. Also fast unmittelbar. Und dann war das auch in aller Munde, dass da potenziell ein aggressiver Diktator sich nun auch ein Land schnappen will. Und das Zweite, was ich beobachtet habe, ist, dass unsere beliebte Außenministerin in den USA auf einer Presse den Regierungschef von China als Diktator beschimpft hat. Also ich meine, man kann da jetzt zustimmen oder nicht, dass China halt, sage ich mal, keine astreine Demokratie ist, glaube ich, klar. Aber du kannst dich halt als Chefdiplomatin nicht so hinstellen und das gerade mit einem der wichtigsten Handelspartner unseres Landes. Und dass sie das aus den USA gemacht hat, da frage ich mich ehrlicherweise, ob nicht irgendwie vielleicht nicht ganz unzufällig war. Du bist im Übrigen immer noch so ein bisschen abgehackt. Okay, und ich guck mal in die Filter, solange mache ich auf Mute. Und ich wollte nur eine Sache ganz kurz einwerfen. Ich würde die BRICS gar nicht immer so als homogene Masse, als einheitliche Masse begreifen, weil zwischen zum Beispiel Indien und China gibt es durchaus Konkurrenzsituationen. Und ich finde, so Indien ist auch noch ein sehr interessanter Pol für die Zukunft mit Narendra Modi, mit dem Hindu-Nationalismus, der dort ja sehr stark ist. Indien wird in Zukunft, hat ja China schon als bevölkerungsreichstes Land abgelöst. Und aufgrund der Demografie, Indien ist ein sehr, sehr interessantes Land, was die zukünftigen Jahre angeht. Ja, definitiv. Wenn Indien es schafft, die aktuellen Wachstumsraten aufrechtzuerhalten und ja, Indien hat sich geostrategisch klug positioniert, es hat einen gut laufenden Außenhandel, es hat ein gut ausgebautes Bildungssystem, also die Voraussetzung hat es auf jeden Fall, aber durch eine falsche Wirtschaftspolitik kann das Ganze immer noch schiefgehen. Das heißt, wir sollten uns jetzt nicht zu sicher sein. Also man war sich schon bei vielen Ländern sicher, dass sie jetzt der neue große Konkurrent der USA werden würden.
Also beispielsweise Japan, wenn das so weitergewachsen wäre wie in den 80er Jahren oder auch nur annähernd so groß. Also es hätte ja, also in dem Tempo wäre es sowieso nicht weitergewachsen, aber ja, in Japan ist Ende der 80er Jahre, Anfang der 90er eine Immobilienblase geplatzt und danach gab es in Japan also über Jahrzehnte hinweg extrem niedriges Wachstum. Und Japaner sind heute nicht arm, aber das Land ist kein geostrategisch bedeutender Faktor mehr. Ich habe eine Frage. Vielleicht kannst du mir da nämlich weiterhelfen. Ich hatte das noch im Hinterkopf, dass diese Blase in Japan auch geplatzt ist aufgrund einer Veränderung der US-Zinspolitik oder einer irgendwas, was die Amerikaner da auch noch mitgemischt hatten, um eben Japan als möglichen Konkurrenten in so einen Crash reinzutreiben. Hast du da vielleicht nähere Infos? Die Fed hat die Zinsen erhöht und die USA haben ihre Zölle auf japanische Produkte erhöht und sie haben systematische Aufwertung des Dollars betrieben, um die Exportindustrie in anderen Staaten zu schwächen, also eine Abwertung des Dollars betrieben, um die Exportindustrie in anderen Staaten zu schwächen. All das hat sicherlich dazu beigetragen und ja, das war sicherlich auch alles strategisch, um Japan etwas zu schwächen. Aber durch eine vernünftige Wirtschaftspolitik hätte Japan eben auch da rauskommen können. Also wenn Japan gleich in den 90er Jahren die Löhne stark weiter angehoben hätte, weiter staatlich groß investiert hätte, also weiter voll auf Vollbeschäftigung und auf hohes wirtschaftliches Wachstum gesetzt hätte, dann hätten die USA da nicht viel dran ändern können. Ich meine, das waren ja jetzt alles Maßnahmen, die sicherlich Schaden angerichtet haben, aber dieser Schaden, der ist ja nicht Gott gegeben. Und auch die japanische Währung, also ja, Japan hat sich auch der Abwertung des Dollars sehr gefügt. Also Japan war wie alle westlichen Staaten dazu bereit, die Forderung der USA damals zu erfüllen. Der Dollar war dann als relativ stark, relativ hohe Leistungsbilanzdefizite in den USA. Das wollten die USA verringern. Also wurde der Dollar international koordiniert abgewertet. Also ja, das kann man sicherlich sagen, dass die USA da strategisch agiert haben und Japan da relativ unklug agiert hat. Jetzt hatte ich dich unterbrochen. Weißt du noch, was du davor bezüglich des anderen Themas sagen wolltest? Bei mir, oder? Also geht das jetzt mit dem Sound? Ist das besser so? Erstmal die Frage. Das würden wir, glaube ich, gleich sehen, wenn du einen kleinen Monolog hältst, weil ich glaube, dass du dein Noise Gate war so eingestellt, dass er unter einem Schwellenwert gefallen ist und dann hat er dich rausgehauen. Sodass ja, kann sein, dass meine Stimmkraft nachgelassen hat beim Reden mit Erkältung. Also ich habe jetzt auf jeden Fall umgeschaltet, dass weniger Filter da sind. Ich versuche es nochmal zusammenzukriegen. Also was mir damals zu Beginn des Ukraine-Krieges aufgefallen ist, ist, dass sofort China-Taiwan in die Presse gekommen ist und die Darstellung im Wesentlichen so lautete, wird denn jetzt Xi Jinping diese Position nutzen, den Konflikt, den wir jetzt hier in Europa haben, um sich endlich Taiwan zu holen. Und ehrlicherweise ohne, dass ich halt vorher wahrgenommen hätte, dass da ernsthafte Versuche vorher stattgefunden hätten. Und das andere, was ich festgestellt habe, ist, dass, was mir, sag ich mal, zumindest aufgefallen ist, dass unsere Außenministerin auf einer Pressekonferenz in den USA sich hinstellt und erstmal Xi Jinping als Diktator bezeichnet. Jetzt kann man das halt so oder so sehen. Also, dass das keine lupenreine Demokratie ist, ist uns, glaube ich, klar. Aber du kannst dich nicht als Chefdiplomatin so hinstellen und den Präsidenten eines der größten Handelspartner deines Landes so bezeichnen, öffentlich. Das funktioniert nicht. Und da stelle ich mir halt die Frage, ob das in den USA nicht vielleicht ganz unzufällig war, dass sie das gemacht hat. Also, mich würde es nicht wundern, wenn da im Hintergrund auch wieder versucht wird, einen Handelskonflikt mit China dadurch halt, sag ich mal, Verbündete dafür zu finden, die mitmachen. Donald Trump hat ja damals relativ offen gesagt, dass er mit China in den Handelskonflikt geht. Und wenn wir uns als Deutschland zum Beispiel nicht, sag ich mal, er hat ja damals unsere Leistungsbilanzüberschlüsse kritisiert und wenn wir uns da nicht beugen, dann würde er auch das mit uns machen. Und ich glaube nicht, dass Joe Biden da eine ganz großartig andere Position vertritt. Er macht es meiner Meinung nach nur wesentlich leiser. Ja, und Trump hatte sicherlich recht. Also, dass einzelne Länder wie Deutschland, Japan, die Schweiz, die Niederlande so hohe Leistungsbilanzüberschüsse haben, das ist sehr gefährlich. Es sorgt für eine Deindustrialisierung in Ländern auf der anderen Seite der Welt und es induziert Finanzkrisen. Also, das ist für die globale Finanzstabilität, dafür für die Verteilung der Industrien sehr unvorteilhaft für die Länder, die Leistungsbilanzdefizite haben. Und dementsprechend sollten Länder wie Deutschland oder Japan diese Leistungsbilanzüberschüsse auch langfristig abbauen, sicherlich. Also die Kritik der USA war gerechtfertigt, aber sie haben sich mit ihrem Handelskrieg auf ein Land, wo die Leistungsbilanzüberschüsse in Relation zum Bruttoinlandsprodukt viel kleiner waren und
wo sie auch schon deutlich abgebaut wurden, nämlich auf China konzentriert. Das liegt eben daran, dass die USA kein Problem mit Leistungsbilanzüberschüssen haben, sondern damit, dass China die neue aufsteigende Macht ist. Chinas Verbrechen ist es sozusagen, zu groß geworden zu sein. Ja, interessant, weil die chinesische Führung ja in der letzten Zeit auch sich stärker darauf konzentriert, den Binnenmarkt in den Fokus zu nehmen. Und das würde ja automatisch dazu führen, dass wenn man ein Binnenwachstum ankurbeln will und nicht mehr so sehr auf eine Exportwirtschaft angewiesen sein möchte, dass man automatisch die eigenen Exporte reduziert, um Wohlstand im eigenen Land zu fördern. Weil das ist ja auch irgendwie so eine sehr paradoxe Sache bei Deutschland. Wir freuen uns immer so, dass wir unsere Produkte ins Ausland exportieren, was wir ja hinbekommen, weil wir auch zum Teil eine super schlechte Lohnpolitik im Vergleich zu zum Beispiel Frankreich fahren. Aber im Prinzip ist das ja der Export von Wohlstand, den man eigentlich im eigenen Land verkonsumieren könnte, ins Ausland. Und es ist natürlich schön, die Unternehmen können sich da freuen, aber letztendlich, was bringt das denn dem Normalo, wenn er nicht das Geld hat, um sich diese tollen Waren selber kaufen zu können? Gut, ist ein anderes Thema vielleicht. Aber zumindest bei China finde ich es auch noch sehr spannend, diese Taiwan-Geschichte, dass da ja auch vor 10 Jahren kein Hahn nachgekräht hat, wirklich. Und dass ja auch die große Mehrheit der Länder eine Ein-China-Politik global vertritt und die wenigsten Taiwan überhaupt als eigenständigen Staat anerkennen. Und jetzt aber irgendwie trotzdem so, ja, da müssen wir jetzt irgendwie was machen und was weiß ich. Ja, da muss man vielleicht einen historischen Kontext kurz erwähnen. Die Nationalisten hatten den chinesischen Bürgerkrieg verloren und sich nach Taiwan zurückgezogen und ja, dort ihr eigenes Land aufgebaut. Die Kommunisten haben Festlandchina kontrolliert und am Anfang wurde Taiwan tatsächlich als offizieller Vertreter von China anerkannt, vor allem, weil der Westen das wollte. Und doch dann kam es zum sowjetisch-chinesischen Bruch und die USA näherten sich, also nach der nächsten Reise nach China an und einigten sich damit China auf eine Ein-China-Politik, um China eben in Bündnis gegen die Sowjetunion zu bringen. Und dadurch, also wurde Taiwan quasi auch in den Augen des Restes der Welt zu einer chinesischen Provinz. Und dass die USA das jetzt aufkündigen, das ist eine Aufkündigung des jahrzehntelang vertretenen Kurses gegenüber China. Also hier geht es natürlich überhaupt nicht um Taiwan. Taiwan war immer Verhandlungsmasse. Es war nie was anderes. Und es ist jetzt genauso eine Waffe, um einen Konflikt mit China provozieren zu können. Ja, aber wie gesagt, auch wieder sehr spannend, dass man diese ganzen Themen auch im Zuge des Ukraine-Krieges jetzt wieder so moralisch so sehr aufwertet. Und eigentlich kommen wir ja immer mehr wieder in diesen Modus vom gerechten Krieg zurück, was man ja eigentlich dann auch im Zuge des 19. Jahrhunderts als irgendwo überholt betrachtet hat, dass es eigentlich Krieg eine andere Ebene ist, wie Staaten ihre Interessensgegensätze gegeneinander ausspielen und man nach einem Krieg dann auch wieder zum Frieden kommt und dann entsprechende Beziehungen noch weiter miteinander hat. Aber wenn ich mir so einige Leute anhöre, dann ist es ja so, ja, Russland ist jetzt auf Jahrhunderte hinaus unser neuer Erbfeind, China genauso. Und das hat dann doch irgendwo weniger mit einer rationalen Politik zu tun, als vielmehr mit einer, weiß nicht, ist ideologiegetriebene Politik vielleicht das Falsche, aber so eine moralgetriebene Politik, die aber eigentlich überhaupt nicht das Ziel hat, wirklich zu Lösungen zu kommen, zu praktikablen Lösungen. Ja, definitiv. Ein liberaler Imperialismus, der moralisiert auch häufig sehr stark. Das ist ja in der Geschichte der USA immer schon so gewesen. Die USA Spanien letzten kolonialen Besitzungen abgenommen hat, 1999 im Spanisch-Amerikanischen Krieg, da hat man das dann als Befreiung dieser Länder verkauft, wo man dann beispielsweise auf Philippinen grausame Massaker angerichtet hat oder in Kuba dann in eine amerikanische Halbkolonie verwandelt hat und sich dort immer das Recht zur militärischen Intervention vorbehielt. Und Kuba war dann bis 1959 ja auch eine de facto von den USA kontrollierte Militärdiktatur. Also ja, das ist in der Geschichte der USA schon, das ist in der Geschichte der USA ja immer schon so gewesen. Und ja, wenn du so einen liberalen Imperialismus hast, der halt sagt, wir tragen hier eine liberale Ideologie vor uns her, wir setzen uns für Freiheit und Demokratie und nicht für unsere Interessen ein, dann willst du Freiheit und Demokratie natürlich auch weltweit verbreiten. Und dann muss halt jeder Konflikt so moralisch aufgeladen werden, dass seine Lösung ungemein erschwert.
Zur Kuba-Sache. Ein Film, den ich sehr gerne sehe, Godfather Part 2. Da sieht man ja auch, wie diese Revolution dann in Havanna sich entwickelt und wie eigentlich diese ganzen, ich sag mal, Bonzen aus den USA, die ganzen Multimillionäre, dann eigentlich fliehen. Und ganz schnell das Weite suchen, weil man es wirklich wie so eine Halbkolonie betrachtet hat, wo Gelder gewaschen werden konnten, wo man mit Batista, dem Diktator eben von Kuba, mehr oder weniger gute Geschäfte machen konnte. Und das ist schon sehr, sehr interessant. Also auf der einen Seite immer, ja, Souveränität der einzelnen Staaten wird hochgehalten, nationale Souveränität, aber ja, das ist dann irgendwie, wenn man selber die Souveränität einzelner Nationen einschränkt, um sich Vorteile daraus zu verschaffen, dann ist es okay. Andere dürfen das aber bloß nicht machen. Dann ist es irgendwie böse. Ja, Souveränität ist ja auch diese Lüge, die dann immer erzählt wird. Die meisten Staaten, die sind wirtschaftlich schlicht und ergreifend so eng mit anderen verflochten, dass sie nicht souverän handeln können. Mächtige Staaten, die militärisch, wirtschaftlich in der Lage sind, sich einen eigenen Großraum zu erobern, ihn zu halten und zu kontrollieren, die kann man als anderen souverän bezeichnen. Aber alles, was da drunter liegt, also solche Länder wie die Ukraine beispielsweise oder hier in Europa, Rumänien, Bulgarien, Polen, all das in der Größenordnung, das kann doch nicht als souveräne Staaten bezeichnen. Das ist doch eine Verhöhnung jedes gesunden Menschenverstandes. Ja, es gibt So, also insbesondere, wenn du in der Nachbarschaft ein Land hast, was so viele Atomwaffen hat, dass es faktisch die Welt mehrfach auslöschen kann, dann bist du nicht souverän, ohne mit denen zu verhandeln und halt einen Interessensausgleich zu erzielen. Und bei der Reichweite, die die Waffen mittlerweile haben, ist es auch egal, ob die in der Nachbarschaft liegen, die müssen nur irgendwo auf diesem Planeten sein. Da sind wir doch mal ganz ehrlich. Es gibt da auch so ein schönes Sprichwort, entweder du bist Hegemon oder du suchst dir deinen Hegemon aus. Irgendwie so ein bisschen so in diese Richtung, was ja auch dahin oder darauf abzielt, was du eben gesagt hast, dass es halt Staaten gibt, die sind nicht souverän in einer Vollständigkeit, dass sie jetzt machen könnten, was sie wollen oder was weiß ich, sondern dass es immer eben auch äußere Zwänge gibt, die einfach dazu führen, dass man abhängig von anderen ist. Ja, definitiv. Ah, ich glaube... Sella ist, glaube ich, dazugekommen. Ja, schönen guten Abend. Hi, Freu. Guten Abend. Es tut mir sehr leid für die Verspätung. Ja, alles gut. Ja, in Ordnung. Kannst gleich meine Rede zum Eingang halten über Frieden. Ja. Wo soll ich am besten anfangen? Welche Themen habt ihr denn schon so geredet? Ich grüße erstmal alle Leute, die hier zuschauen. Ja, freut mich wirklich, dass es geklappt hat. Ich wäre wieder gern früher gekommen, aber ja, hat sich doch ein bisschen gezogen jetzt das Essen. Ja. Einfach hau raus. Ja, ich glaube, wir reden ja, also, so kreuz und quer. Kreuz und quer, ja. Ich bin aktuell so ein bisschen mich in den Nahostkonflikt, was ja ein sehr, sehr umstrittenes Thema ist, am Einlesen. Ich habe jetzt hier ein Buch gelesen darüber. Und ja, umso mehr ich lese, desto weniger kann ich die Position zum Beispiel von so einem Tobias Huch, mit dem Agitator du ja mal ein Gespräch hattest, ne, weniger nachvollziehen. Aber ich weiß nicht, ob das so ein heißes Eisen ist, ob wir das jetzt hier anfassen wollen. Ja, fang ruhig an. Den hatten wir vorhin nur angeschnitten. Da haben wir gar nicht groß drüber geredet. Was für ein Buch hast du denn gelesen? Ja, das ist im Grunde nur so ein Sachbuch von Muriel Asseburg und Jan Busse. Von diesem Beck Verlag. Da gibt es ja diese Sachbücher, diese kleinen. Ja, und wie gesagt, natürlich ist das eine sehr verzwickte und schwer lösbare. Das hat sich ja verschärft jetzt in den letzten Jahren, ne, auch durch Netanyahu. Und ich sehe da aktuell nicht so wirklich eine Lösung, sag ich mal. Ich meine, über die Jahre, durch die Osloer Verträge und so, sah es ja schon mal besser aus. Aber ja, ich weiß nicht, was sagst du dazu, Agitator? Also du beschäftigst dich jetzt auch mit ein bisschen damit. Und ja, wie gesagt, du hattest ja mal eine Diskussion mit Tobias Huch darüber. Nee, wir haben über den Ukraine-Krieg diskutiert, nicht über Nahost. War das nicht Nahost im Stream? Nee. Okay, nee. Dann bin ich jetzt falsch. Und ja... Also da würde ich mich auf jeden Fall mal auch so eure Ansicht interessieren, aber wie gesagt, ich weiß ja nicht, ob das so ein Thema ist. Da gibt es da wirklich nur Streitigkeiten, ne, drüber. Da kann nur eskalieren, glaube ich. So, ja, bei einem Ostkonflikt können wir sagen, da sollte es endlich ein
einen verhandelten Waffenstillstand erstmal geben zwischen der Hamas und Israel in Gaza. Es ist völkerrechtswidrig, dass Israel da überhaupt einmarschiert ist, genauso wie der Angriff der Hamas am 7. Oktober völkerrechtswidrig war. Dementsprechend sollten sich beide Seiten wieder so in Gewaltverbot halten und auf die ursprünglichen Linien zurückziehen. Und Israel kann ja nur so handeln, weil der Westen das israelische Vorgehen da deckt. Also die USA, die stimmen im UN-Sicherheitsrat beispielsweise jedes Mal gegen einen Waffenstillstand, wenn es da zur Diskussion steht. Ja, ich muss sagen, dass ich mich mit dem Nahost-Thema gar nicht so intensiv befasst habe. Ich habe das bisher eigentlich immer umschifft, weil, wie du gesagt hast, heißes Eisen. Und bei mir sind in der letzten Zeit, in den letzten Monaten und Jahren andere Themen im Fokus gewesen. Was ich dazu halt nur sagen kann, ist, dass es eine Situation ist, die eine doch sehr lange Historie hat und beide Seiten wahrscheinlich irgendwo auch einen gewissen Anteil in dieser jahrhundertelange andauernden Geschichte haben. Man kann auch über den westlichen Einfluss reden im Zuge des Zusammenbruchs des Osmanischen Reiches und des Mamelukenreichs, wo man dann auch nach dem Zweiten Weltkrieg dort gewisse Grenzen und Grenzverläufe gezogen hat, nach dem Ersten Weltkrieg gewisse Grenzverläufe gezogen hat, die sich vielleicht auch den lokalen kulturellen und Gegebenheiten auch der Volksgruppen nicht so wirklich daran orientierten. Man hat im gesamten Nahen Osten einigen Gruppen wie den Kurden Versprechen gemacht, die man nach dem Ersten Weltkrieg nicht eingehalten hat, was wahrscheinlich auch dieses ganze Pulverfass Nahe Osten irgendwie so angeheizt hat. Und manchmal frage ich mich, wenn man sich da vielleicht als Westen raushalten würde weiter und das die Leute vor Ort klären lassen würde, ob es vielleicht besser wäre, aber da ist meine Position, oder kann ich nicht viel Qualifiziertes zu sagen. Ja, was vielleicht. Vielleicht nur so viel. Ich persönlich denke auch, dass man sollte sich manchmal aus solchen Konflikten aktiv, also mindestens keine aktive Rolle einnehmen. Eben, wie wollen wir denn von hier aus für zwei Bevölkerungsgruppen, die da im Konflikt stehen, oder mehrere? Ich muss zugeben, so tief bin ich da auch nicht drin. Ich weiß, dass der Konflikt sehr lange angeht, dass das sehr oft hin und her gegangen ist, dass da viel Leid auf beiden Seiten entstanden ist und auch verursacht wurde. Insofern finde ich es falsch, da moralisch heranzugehen, weil am Ende des Tages, wer soll denn die moralisch bessere Seite sein? Und ich finde halt, dass es wird mit einer Verhandlung enden müssen. Wie soll das denn sonst enden? Und dann muss man das aber denen überlassen, die involviert sind und nicht halt von außen sich drüber stülpen und sagen, so habt ihr das zu lösen, wir wissen, wie es geht. Oder wie Donald Trump sagte, ich verhandle das in 3 Tagen durch. Na, wie das sonst enden soll, das hat Netanyahu ja schon ganz klar gesagt. Die Hamas wird vernichtet. Also, das heißt vernichtet. Gaza fällt dann unter israelische Militärbesatzung, also den Zustand, den man bis 2006 hatte. Und der ja zu 2 Intifadas geführt hat. Aber ich meine, das hat doch schon immer dazu geführt, wenn du militärisch, sag ich mal, die Oberhand gewonnen hast auf dem Level, auf dem staatlichen Level, dass das in Partisanenkriege übergeht und in Guerillakämpfe. Also, ist es doch ganz selten der Fall gewesen, dass sich solche Milizen komplett haben zerstören lassen. Da musst du ja schon die Bevölkerung komplett auslöschen. Und das kann keiner wollen. Also, ja. Sollte man denken, ne? Das sollte man hoffen, ja. Ja, also ich sehe da aktuell, wie gesagt, es ging ja auch jahrelang darum, ne, eine Zwei-Staaten-Regelung zu finden. Und jetzt ist man ja sehr, sehr weit überhaupt von Verhandlungen weg, weil sich die Lage ja immer mehr zugespitzt hat, ne, durch den ganzen Siedlungsbau, der da betrieben wurde, vor allem aus israelischer Seite. Dadurch ist die Hamas natürlich auch immer aggressiver, sag ich mal, geworden und die ganzen, sag ich mal, Gegenströme. Also es hat sich so weit mittlerweile hochgeschaukelt, dass ich da aktuell wirklich wahrscheinlich muss man früher oder später verhandeln, oder es wird halt ein richtig, also, wie gesagt, das geht ja schon so weit zurück in der Geschichte. 1948 wurde der Staat Israel ausgerufen, aber das war ja schon vorher, ging das ja schon los, ne? Als die ganzen, in den 1880er Jahren und 1890er Jahren, wo die ganzen Juden schon vertrieben wurden so aus Europa und ja, durch den Antisemitismus, die da ja quasi dann in ihr Heimatland, sag ich mal, zurück wollten. Ja, so weit geht das ja schon zurück und das hat sich ja, wie gesagt, mit dem Oslo. Ich glaube, das muss, also da, wie gesagt, den ganzen Konflikt jetzt nochmal auszurollen, würde ich zu weit führen. Aber es gab damals diese Ideologie des Zionismus. Genau, Nationalismus. Und der wurde,
ja, eine ganz normale nationalistische Ideologie des 19. Jahrhunderts, die man auch aus der Zeit verstehen muss. Und die wurde von Leuten wie Theodor Herzl vorangetrieben. Und in der Hoffnung, das da dann, der Judenstaat, ne, war das. Und ja, in der Hoffnung, dann in Palästina einen Staat gründen zu können, sind dann viele Juden dahin gewandert, also viele zionistisch überzeugte Juden, vor allem aus Russland, wo es einen sehr starken Antisemitismus gab, wo es auch noch große Ghettos gab, also wo die Integration der Juden in die Gesellschaft lange nicht so weit fortgeschritten war wie in Westeuropa. Da hatte man ja nach der Aufklärung die Ghettos aufgelöst. Also in Russland herrschten da noch katastrophale Zustände und deswegen waren auch viele bereit, eben dann in Palästina zu versuchen, so einen neuen Staat zu gründen. Und mit der britischen Kolonialisierung Palästinas ging das dann erst richtig los. Also Großbritannien hat ja 1917 die Balfour-Deklaration rausgegeben, also gesagt, ja, es gibt jetzt diesen einen zionistischen Staat in Palästina, wir unterstützen das. Und daraufhin sind dann viele in das von Großbritannien besetzte Palästina gereist und es haben sich eine arabische und eine zionistische Nationalbewegung gebildet. Und die Milizen, die haben sich dann bekämpft und ja, die Briten haben diese Kämpfe zum Schluss nicht mehr richtig unterbunden und braucht man jetzt auch nicht auf die Details eingehen, aber auf jeden Fall haben die zionistischen Kräfte sich im israelischen, also die Israelis nennen es israelischer Unabhängigkeitskrieg, die Palästinenser nennen es Nakba, da haben sich die zionistischen Milizen dann durchgesetzt und dann den Großteil der arabischen Bevölkerung in den von ihnen eroberten Gebieten vertrieben und den Staat Israel ausgerufen. Das Westjordanland ging damals an Jordanien und der Gazastreifen an Ägypten. Wie gesagt, sehr lange verworrene Geschichte, brauchen wir jetzt nicht en Detail drauf eingehen. Aber damit das hier nicht so immer nur so schemenhaft ist, sondern wir mal was Konkretes sagen. Ja, also den Videotitel kann man dann nennen, Agitator Seller, unsoziale Marktwirtschaft und Marlon lösen den Nahostkonflikt. Ja, was heißt oder lösen? Auf jeden Fall, ganz klar. Ja, also das Ausland, das ist sich ja tatsächlich größtenteils einig über den Nahostkonflikt. Also die Mehrheit der Staaten in der UN fordert einfach einen Waffenstillstand. Also dass die einfach zu sich friedlich ins Benehmen setzen sollen. Die Mehrheit der Staaten auf dieser Welt hat Palästina als unabhängigen Staat anerkannt. Die Mehrheit der Welt will also eine Zwei-Staaten-Lösung, die aber angesichts der politischen Realitäten an Palästina nicht realistisch ist. Also Seller hat es gerade schon gesagt, Israel hält seit 1967 völkerrechtswidrig das Westjordanland besetzt und baut dort illegalerweise Siedlungen und vertreibt seitdem Palästinenser aus ihrer Heimat. Also das ist aber ein anderer Konflikt als in Gaza. Gaza ist nochmal was anderes, deswegen sollten wir das, glaube ich, analytisch auseinanderbringen. Das hast du vorhin in einem genannt. Na, also zum einen dieses, genau, um Ost-Jerusalem geht es ja zum einen, um Westjordanland und um den Gazastreifen. Und diese Golanhöhen, die spielen auch da hat Syrien und Libanon noch mit zu tun. Also das ist sehr verzwickt alles, weil da haben ja auch arabische Staaten, Saudi-Arabien hatten ja eine Zeit lang auch da ihre Finger drin, Ägypten, ne? Also das ist so viel, so umfangreich. Also ich glaube, das, ja, das jetzt alles aufzurollen. Aber das ist mir halt als erstes eingefallen, weil dieser Konflikt natürlich passt, weil der sehr aktuell ist. Und das ist das Erste, was mir zum Thema Frieden, Krieg, ne, eingefallen ist. Ja, also, Sella, ich hätte an dich nochmal eine Frage. Ja. Warst du schon einmal bei einem Ostermarsch dabei? Weil da hatten wir erst am Anfang direkt drüber geredet. Nee, tatsächlich nicht. Das ist auch irgendwie so ein bisschen an mir vorbei bisher. Also ich habe davon schon gehört, aber wart ihr da schon mal dabei? Ich war im letzten Jahr das erste Mal da und bei mir ist es auch total vorbeigegangen, weil wenn man, also ich war in Hamburg, kann ich dazu sagen, und da war ja die klassische Friedensbewegung, das ist jetzt nicht die jüngste Bewegung, sag ich mal, viele Leute eben, die, keine Ahnung, Alt-68er oder wie man das nennen möchte, so ein bisschen so aus der Zeit wahrscheinlich kommen, und ich war dieses Jahr nicht da, aber ich fand es sehr spannend, das mal gesehen zu haben. Damals, letztes Jahr hat der Sohn von Willy Brandt dort auch gesprochen, das weiß ich noch, und noch einige andere. Sehr, sehr interessant auf jeden Fall. Mal gucken, wie es im nächsten Jahr aussieht. Ja, wahrscheinlich, Ostermärsche sind ja mittlerweile auch wahrscheinlich lumpenpazifistische Aktionen. Ah, ganz so Schwurbler, Rechtspopulisten, AfDner, Russlandfreunde. Ja, das haben sie sich noch nicht ganz getraut, das zu sagen, aber es geht in die Richtung. Ja. Ist ja sehr, 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 sehr wahnsinnig aktuell, was da so ein bisschen, ich glaube, da sind wir uns alle einig, getrieben wird, ne, mit der ganzen, ich meine, es ist halt auch diese Regierung, diese Baerbock, die sich halt über in aller Welt blamiert, ne, nicht mal der brasilianische Präsident wollte es empfangen, sie musste da mit der Vizepräsidentin reden, so weil der gar keinen Bock auf die hatte, so nach dem Motto, und versucht China zu belehren, ne, und alles so Sachen, wo du dir denkst, also,
ein bisschen, ich finde es ja einerseits irgendwie, also man kann es ja jetzt, die Grünen würden sagen, ja, das ist mutig und endlich bietet mal jemand China die Stirn, ne? Auf der anderen Seite denke ich mir, ja, aber ein bisschen Fingerspitzengefühl gehört halt in der Politik auch dazu, selbst wenn man jetzt keinen, ne, diese Oberlehrer, ne, nach unserer Vergangenheit so oberlehrerhaft noch zu kommen, also was denkt man eigentlich so? Also so Seite, ja. Weil auf der einen Seite sagt man immer, ja, wir haben so eine schwere Last durch die Vergangenheit, das ist nie wieder passiert. Auf der anderen Seite stellt man sich dann hin und tugendhaft und wir sind jetzt so wieder gut geworden und wir diktieren allen, wie sie es machen müssen, liefern dann aber wieder Waffen nach Saudi-Arabien und sonst, wo du dir denkst, also das kann doch alles nicht mehr, ist doch alles nicht mehr real hier, was hier manchmal so, um das mal offen zu sagen. Also, wir hatten ja, ja. Alles gut, wollte ich nur sagen. Also das ist ja wirklich, alles gut, ich war zu Ende. Also es ist halt einfach Wahnsinn aktuell, was so, wenn ich sich das wirklich mal anschaue. Ne? Ich wollte nämlich nur einmal, weil unser Aufhänger war ja Krieg und Frieden. Und wir haben jetzt über viele aktuelle Kriege, Konflikte, wie man es auch nennen möchte, gesprochen. Was ist für euch eigentlich, vielleicht wird es ein bisschen philosophisch, was ist für euch eigentlich Krieg und was ist für euch eigentlich Frieden? Weil ich habe das Gefühl, dass viele Leute unter Frieden Unterschiedliches auch verstehen. Ja, ich habe mir auch schon so ein bisschen Gedanken dazu gemacht im Vorfeld, aber tatsächlich ist es schwierig, das zu definieren, ne, auf der einen Seite, weil wenn man jetzt nach der genauen Definition geht, also Frieden ist, wo gab es jemals überhaupt mal Frieden auf der Welt? Also für mich ist Frieden zwischen Staaten dann eingetreten, wenn sich zwei verfeindete Staaten oder was auch immer sich nicht beschießen. Wenn also kein Krieg herrscht, dann ist Frieden. So, das ist so würde ich es sehen. Es gibt dann aber wiederum Leute, die sagen, nein, also das ist kein Frieden, weil es wird ja unter Umständen, wenn ein Krieg zu Ende ist und zwei Staaten nicht mehr miteinander im Kriegszustand sind und der eine Staat Gebiete des anderen Staates danach annektiert hat, dann ist ja in diesen Gebieten quasi keine Freiheit mehr oder wie die das auch immer nennen. Und dann ist man ja unter Besatzung und dann ist man nicht dann ist das kein Frieden, sondern dann ist das Unrecht und was weiß ich. Aber ich würde tatsächlich einfach sagen, wenn kein Kriegszustand herrscht, dann hat man erst einmal Frieden. Vielleicht zur Besatzung noch. Ich meine, das ist relativ willkürlich. Wie lange sind denn die Staatsgrenzen von Deutschland beispielsweise so, wie sie jetzt sind? Das sind jetzt seit knapp über 30 Jahren. Ne? Und vor dem Zweiten Weltkrieg sahen die auch anders aus. Von Polen, die sahen anders aus. Also ich kann es verstehen, aber am Ende des Tages können wir meiner Meinung nach auch von hier aus nicht für andere Bevölkerungsteile entscheiden, ob sie mit dieser Lösung einverstanden sind. Was ich gern noch zufrieden, also was ich für mich bei Frieden noch hinzuzählen würde, ist, dass man, sag mal, dass die Kriegsparteien nicht nur einfach die Waffen schweigen lassen, was natürlich Voraussetzung ist, sondern auch, sag ich mal, in diplomatischen Kontakt treten. Und jetzt wird es sehr weich, weil ich weiß es nicht, wie ich es genau fester machen soll, aber es sollte ein Kontakt, sagen wir mal, ansatzweise auf Augenhöhe sein, dass man Interessensausgleich dauerhaft schafft, der auch wieder Aufflammen von Konflikten möglichst verhindern sollte. Vielleicht ist das so eine Art zweite Stufe des Friedens oder Sicherung des Friedens dann. Ja, ja. Deutschland ist da ein sehr gutes Beispiel. Deutschland hat auf ein Viertel seines völkerrechtlich ihm zustehenden Staatsgebietes in den 2+4-Verträgen verzichtet. Also das deswegen war die deutsche Wiedervereinigung dann auch möglich, weil Deutschland die Oder-Neiße-Grenze anerkannt hat. Das ist ja auch so eine ganz interessante Frage. Also wir gehen ja heute immer, zumindest ist das meine Wahrnehmung, dass man ja davon ausgeht, vielleicht war das historisch auch immer so, dass die Grenzen, in denen sich unsere Staaten aktuell, in denen sie bestehen, dass die auch noch in 200 Jahren identisch sind. Und ich finde diese Überlegung also super naiv, auch wenn man jetzt davon ausgeht, dass unsere politischen Systeme in 200 Jahren noch identisch sind zu dem, wie wir sie heute haben. Also wenn man so in die Geschichte guckt, dann hatten wir ja Veränderungen von Staatsgrenzen, das war ja eigentlich eher die Normalität. Also das gilt ja, oder ein Zustand, wie er besteht, der gilt ja eigentlich nur so lange, wie es niemanden gibt, der diesen Zustand revidieren möchte. Ja, definitiv. Und das ist vielleicht jetzt nicht konkret nochmal darauf, aber das ist nochmal so ein Gedanke, der mir gerade gekommen ist. Definitiv. Der Westen, der unterstützt ja auch die Verschiebung von Staatsgrenzen da, wo es ihm zum Vorteil gereicht. Also nehmen wir den Kosovo.
Also dementsprechend albern wirkt es jetzt, wenn man sagt, die Staatsgrenzen der Ukraine, die dürfen auf keinen Fall verschoben werden. Das geht überhaupt nicht. Also ja, was soll man dazu sagen? Die Staatsgrenzen der Ukraine, die werden nach diesem Krieg andere sein. Sie werden weiter im Westen liegen. Die Frage ist nur, wie viel weiter im Westen. Ja, das stimmt. Bei mir ist es im Übrigen so, dass ich mich in wenigen Minuten auch verabschieden müsste. Ich bin noch ein bisschen eingespannt. Das waren jetzt ein paar grundsätzlichere Schlussworte. Oder möchte irgendwer noch ein Abschlussplädoyer machen? Sella zum Beispiel, du warst ja am kürzesten da. Ja. Nee, ich habe hier noch was Witziges gesehen. Also ich werde kein USA-Bashing betreiben, aber das habe ich mir im Vorfeld rausgesucht. Also hier hat jemand geschrieben, es ist jetzt, es kann natürlich auch eine Abweichung geben. Ne? Ich habe da ein bisschen recherchiert, ob das jetzt 100%, aber die USA gibt es seit 247 Jahren. Und seitdem waren sie insgesamt nur 17 Jahre lang nicht in einem Krieg verwickelt und 93% ihrer Zeit führen die USA also Krieg. Ne? Ja, ich glaube, das ist damals so eine Zahl, die ich rausgesucht habe. Habe ich auch schon gehört, ja. Und ja, da haben wir eine bessere Bilanz. Aber sag mal, erfolgreich waren wahrscheinlich. aber jetzt sag mal, das würde mich, okay, Sella, du warst jetzt nicht wirklich da und ich, also doch, du bist da doch schon, aber ne, zeitlich wieder am wenigsten. Aber ich finde dieses Format so grundsätzlich eigentlich ganz interessant. Also, dass man sich so ein grobes Thema nimmt und ich meine, wir haben über ganz, ganz viele verschiedene Dinge geredet und sind auch so ein bisschen vielleicht hin und her gehopst und haben hier mal was genommen, vielleicht da mal was genommen. Könnte man jetzt sagen, ja, muss es vielleicht strukturierter sein. Ich bin ja ein Freund davon, das flexibel zu gestalten. Aber sowas könnte man auch zu anderen Themen und vielleicht auch noch mit einer Person mehr oder wenn einer nicht kann, mit jemand anders rein, doch in unregelmäßigen Abständen ab und zu mal machen. Oder wie steht ihr dazu? Ja, gerne wieder. Also gerne. Von mir aus auch gerne. Ich hätte